Hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich Sie heute so zahlreich hier im Stadtpalais zu unserer Veranstaltung begrüßen darf und ein ganz herzliches Willkommen natürlich unseren Hauptakteuren des heutigen Abends, Brigitte Mese, Jonathan Mese und Dr. Robert Eickmeier. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen. Wir hatten heute Mittag schon die Gelegenheit, gemeinsam das Museum Hegelhaus zu besuchen, was ich Ihnen an dieser Stelle nochmal kleine Werbeblock ans Herz legen möchte. Im Moment läuft dort noch im Hegelkeller die Ausstellung von Jonathan Mese, Häuptling Erzhegel. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, sie geht nur noch bis zum 21. Mai. Also noch ja gute 2 Wochen. Also herzlich willkommen dann auch im Hegelhaus. Heute Abend haben wir die Preview des Films. Es ist der letzte Teil einer Trilogie, der sich vor allem dieses Mal mit der Lebensgeschichte der Familie beschäftigt. Vor allem mit der Geschichte von Brigitte Mese, die tatsächlich auf ein sehr beeindruckendes und ereignisreiches Leben zurückschauen kann. Nach dem Film freue ich mich, dass sich Jonathan Mese und seine Mutter Brigitte Mese noch unterhalten werden und uns dann noch ein paar weitere Einblicke in ihr Leben, vor allem in ihre Jahre hier in Stuttgart, geben können. Brigitte Mese ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen und Robert Eickmeier wird das Ganze freundlicherweise moderieren. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür, Robert. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen uns einen schönen Abend und ich sage Film ab. Liebe Mami, du tust es nicht für mich. Du tust es für die totalste Kunst. Ich tue alles, was ich will für die Kunst. Aber nicht für die Leute. Meine Mutter ist, wenn sie total pragmatisch, also totalst neutral ist, dann ist sie ein Volksempfänger für mich. Dann ist sie genau das, was die innere Stimme ist, dann ist sie fast auch so belegt. Also dann ist das Gesicht ja auch ganz unbeweglich. Dann kommt nur noch so der Mundwinkel. Da kommt der Ton nur noch aus dem Mundwinkel raus. Ne? Und das finde ich faszinierend, phänomenal. Dann ist sie auch so ein Tick genervt. Ja? Also wenn sie genervt ist, kommt am meisten raus. Hier auf der Bühne. Das ist nur ein Einblick in den Zwischenstadium. Sie haben ja gemerkt, stimmt. Beim Ton ruckelt es noch so ein bisschen. Das muss noch gemacht werden. Deshalb auch nur eine Preview. Aber man kriegt einen ganz guten Eindruck, glaube ich, in das Verhältnis der beiden, die heute Abend hier sitzen. Ich muss eins kurz vielleicht noch erklären. Wir haben diese Bilder gesehen. Da ging es dann um verrückt und geisteskrank und Psychiatrie. Wichtig ist, dass der Vater von Brigitte Mese, Albrecht Wetzel, der war Psychiater. Ihre Mutter übrigens auch. Ja. Beide waren in diesen Psychiaterkreisen in Heidelberg, bevor er das Bürgerhospital in Stuttgart übernommen hat, 20 Jahre lang als Direktor das Bürgerhospital in Stuttgart geleitet hat. Und er hat ein Buch geschrieben, was neulich neu aufgelegt wurde, über Massenmörder. Also eine psychologische Studie über Fallstudien, die dann vor allen Dingen in den 60er Jahren in Amerika nochmal rezipiert wurde, als es so um die großen Serienmörder ging, wo man fragte, gibt es da überhaupt irgendwie Literatur? Und siehe da, es war eben dieses Buch von Albrecht Wetzel. Schluss fand ich auch sehr schön, Erzliebe gesungen von Brigitte. Es geht viel um Liebe, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber ich möchte gleich mal mit einem Zitat aus dem Film anfangen, was wir hier nicht gezeigt haben. Und zwar ein Zitat. Sie müssen übrigens wissen, dass alles das, was Jonathan Mese macht, in Kunst verwandelt wird. Auch seine Mutter. Also wenn die als Mami auftaucht, dann ist es klar, es geht hier um eine Kunstfigur Mami. Wenn wir über verrückt reden, dann geht es um ein Verrücktwerden von der Realität. Und der Satz, der so toll war, und ich bitte, dass ihr den mal kommentiert, war, ich mache alles, was Mami will. Aber ich finde auch dann immer Wege, es anders zu machen. Und ich glaube, das ist so der Trick bei Jonathan Mese. Es scheint hier nicht eine Muse zu geben, es scheint hier ein Korrektiv zu geben, die bestimmte Vorgaben macht, vielleicht auch einen Rahmen gibt, in dem Kunst produziert werden kann. Aber dieser Pfad wird dann sehr schnell verlassen. Und ich glaube, durch dieses immer wieder in diesem Pfad weitergehen, wird der immer tiefer und immer geradliniger. Und das scheint dann so die Diktatur der Kunst zu sein. Also ich mache alles, was Mami will, aber ich finde dann immer Pfade, es anders zu machen. Wer möchte anfangen von euch beiden, das zu kommentieren? Ich fange an. Ja. Ja, ist ja auch die Diktatur der Mutter. Ja. Und
Für mich ist sowas ganz schwierig anzugucken, weil ich sehe halt, dass ich immer fetter werde. Oder muss ich gegensteuern? Aber ich fühle mich aber auch so wohl irgendwie so kugelrund, weil ich denke, dann bin ich Justus Jonas von den drei Detektiven und löse jeden Fall. Ja? Und also ich versuche das dann auch immer zu rechtfertigen für mich, wie sich dann die Sachen so entwickeln. Und es ist natürlich irre, dass man so einen kleinen Film sich reinzieht, wo auch die Zeit vergeht. Und man merkt ja auch, wie man älter wird oder was so passiert. Man wird Sag mal, kannst du ein bisschen mehr nach vorne rücken, weil ich nämlich hinter dem Ich kann nicht mehr nach hinten, dann bin ich weg. Einfach mit dem Stuhl etwas... Versteht man uns jetzt, denn? Jetzt ist es okay. Versteht man uns? Denn wenn du redest, möchte ich dich auch angucken können. Oh Gott, schrecklich. Du kennst mich doch. Naja. Ja, und okay. Ich muss kurz mal sagen, meine Mutter ist für mich die absoluteste, totalste, natürlichste, unwählbarste Autorität. Und ich bin in meinem Leben immer auf der Suche nach Autorität gewesen. Da schäme ich mich auch überhaupt nicht. Und ich habe die Ultra-Autorität natürlich in der Kunst gefunden oder in der Natur abgeleitet, als Person verkörpert in meiner Mutter. Und ich bin ihr verpflichtet, muss aber nicht niederknien, sondern ich muss gehorchen und so machen, dass es ihr passt. Aber sie gibt mir einen großen Spielraum und deshalb macht das irren Spaß. Und ich kenne sie so gut und sie kennt mich. Und das ist eingespielt und das macht richtig Laune. Ne? Ja. Zum Beispiel. Ja. Ist das so. Ich kann dazu also kurz mal erzählen. Es gibt Leute, die sagen, dass ich im Büro, im Atelier stehe und befehle, was er malen soll. Oh. Was natürlich Quatsch ist. Man kann einem Künstler irgendeiner Art nicht befehlen, was er tun soll. Und es gibt auch sonst Leute, die sagen, das ist ja ein Muttersöhnchen, das ich nicht trennen kann von der Mutter. Und das stimmt auch nicht. Und das wollte ich auch mal ganz kurz erklären. Ich bin Sprachler von Beruf. Ich habe studiert in Heidelberg, in Paris und in London. Und ich habe in meinem ganzen Leben 17 Jahre in Tokio und dann in Deutschland immer in kleinen Büros gearbeitet, auch später in Deutschland. Und als dieser junge Mann mit 22 Jahren aus dem Nichts heraus sagte, er wollte malen, damals hatte ich aufgehört zu arbeiten, die älteren Geschwister waren aus dem Haus, ich war frei und dann haben wir beide uns zum ersten Mal überhaupt mit der zeitgenössischen Kunst beschäftigt. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Wir dachten beide, Picasso ist ein zeitgenössischer Künstler. Wir wussten nicht, dass es Kunstakademien gab oder irgendetwas. Also das haben wir, die zeitgenössische Kunstszene haben wir gemeinsam dann erforscht. Und gleichzeitig habe ich also um ihn herum ein ganz mini Büro aufgezogen, weil ich das konnte. Und er brauchte sich nur um die Kunst zu kümmern. Ich habe mich um alles andere gekümmert. Und als er dann von seinem ersten Galeristen aufgegriffen wurde und mal anfing, Geld zu verdienen, da habe ich die Bank gefunden, da habe ich einen Steuerberater gefunden. Also das ist damals und für viele Jahre meine Aufgabe gewesen. Und allmählich wurde es mehr. Jonathan ist ja ein Gesamtkünstler, der malt, der zeichnet, der macht Keramik, der macht Skulpturen, der macht Performances, Bühnenbilder, er schreibt, er macht Musik und all das muss ja inventiert und archiviert werden. Und das, was haptisch dabei ist, muss ja auch untergebracht werden. Also dieses ganze mesische Mini-Imperium wurde immer größer. Und das konnte ich natürlich nicht bewältigen. Und außerdem wurde ich älter. Ich bin jetzt 92. Und ich
mache noch mit, ich darf auch noch mitmachen als eine Art von Privatsekretärin für ihn. Aber das meiste wird jetzt durch unser Team gemacht, aber ich darf, und dafür bin ich sehr dankbar, auch in meinem hohen Alter immer noch mitmachen, soweit ich eben kann. Das wollte ich nur einmal klar machen, dass es, also ich bin auch keine Muse für ihn. Ich bin viel zu nüchtern, um eine Muse zu sein. Nicht? Das stimmt. Nein. Aber so arbeiten wir zusammen, und solange ich überhaupt noch stehen kann oder sitzen kann oder denken kann, werde ich auch weiterarbeiten. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich mich in den Sessel setzen und stricken? Das hat doch keinen Sinn. Also ich glaube, dass es wesentlich mehr ist, und das will ich aus euch so ein bisschen rauskitzeln. Ich glaube, dass das so ein Wechselspiel ist. Das mit der Muse ist natürlich, kann man vielleicht versuchen, ja. Das führt nicht weit, aber es ist natürlich wesentlich mehr als jetzt irgendwie Fanpost beantworten oder das Büro frühzeitig irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Da kam ja die Galerie, die haben das ja alles ziemlich schnell professionell auch übernommen. Aber ich glaube, es gibt so, ich habe mit Doris Mampe, der Studiomanagerin, die auch heute Abend hier ist, natürlich, wir haben eine biografische Annäherung versucht 2019 und im Vorfeld auch viele Interviews geführt. Und als 1993 du an der Kunstakademie angefangen hast, ich finde ehrlich gesagt ziemlich professionell von Anfang an, also da war nichts irgendwie, ich kenne nicht, sondern mit einem sehr schnellen Durchspielen von allem, was da war, wo man gemerkt hat, zack, das ist schon weg, das braucht man nicht mehr, konkrete Poesie braucht man nicht mehr, also vieles war da, was man in diesen Künstlerbüchern sehr schön sehen kann. Und dann gab es immer die Jahresausstellung, und da gibt es eine Reihe von Fotos von Brigitte, und die steht da immer rum. Die ist immer da. Und die guckt da immer. Das ist immer so, wie wenn, jetzt ist wirklich die wichtige Figur da. Ja, jetzt ist die Figur da vielleicht, der man sowas auch zeigt. Weil wenn du dann daheim warst, gab es natürlich schon auch immer so eine Auseinandersetzung. Jetzt ist diese Figur da, und die ist mehr als nur eine Mutter, die vielleicht stolz ist auf den Sohn. Sondern dann gab es doch bestimmt viele Diskussionen am Abend, viele Auseinandersetzungen mit dem, was da gezeigt wurde. Wie ich Brigitte kenne, war sie gegen vieles, was ihr dann manchmal vielleicht zu viel war oder so, und ne, du hast immer gesagt, Mami, ich muss das machen oder so. Das war so, glaube ich, ein frühes Stadium eures Verhältnisses. Kann man das so beschreiben? Was war los, wenn du heimgekommen bist von der Kunstakademie oder von so einer Jahresausstellung? Was musstest du dir dann anhören? Ja, erstmal wohnte ich natürlich direkt neben der Stormann-Schule in einer Art Kaserne. Also das war eine ganz kleine Wohnung, und ich war ein irrsinnig schüchterner Typ, ja. Ich war der schüchternste Typ der gesamten Stormann-Schule, jemals. Und meine Mutter war ja nicht jemand, der gesagt hat, ey, du bist toll. Ja, das gab's bei uns nicht. Ne? Oder du bist was Besonderes oder so. Das war nie angesagt. Ne? Wenn man jetzt so Fotos von mir sieht, denkt man, Mensch, das war aber auch der hübscheste kleine Junge der Stormann-Schule. Das war mir aber damals gar nicht klar, ja? Leider. Leider. Ich würde so gerne die Zeit zurückdrehen, weil ich will wieder loslegen da. Aber mit 12 sah ich aus wie 8. Und das macht das wieder wett, ja? Das zwar toll aussehen, aber wenn man aussieht wie 8, wenn man 14 ist oder 12, dann hat man halt keine Chance, ja? Also Tollboy, genau. Und jetzt im Nachhinein, das hätte man mir mal sagen sollen, dass man einfach ein hübscher Junge war. Das hat man mir dann irgendwie 20 Jahre später gesagt. Und ich war halt wahnsinnig schüchtern und fühlte mich dann auch in dieser Kaserne völlig unwohl. Ja, das war halt, wir hatten ja auch nicht so viel Kohle. Vorher hatten wir in einem schönen Haus gewohnt, das war alles toll. Und ich habe halt in dieser Wohnung wirklich so meine Fantasiewelten aufgebaut und so auch John Sinclair gelesen die ganze Zeit und Hörspiele gehört. Ich habe am meisten Bücher aus der Bücherei ausgeliehen, habe die immer wie so eine Wagenburg um mich rumgebaut. Immer das Buch, was ich am geilsten fand, und das Kopfkissen gelegt, Wissen durch Osmose. Also einfach das, ich habe es auch so gelernt, deshalb war ich auch nicht besonders gut in der Schule, weil ich wollte nicht so klassisch lernen, das konnte ich irgendwie nicht. Ich wollte das so in mich eindringen lassen, so Absorption und so. Und ich fühlte mich aber auch reichlich mittelmäßig und war aber gar nicht jetzt unglücklich so. Ja, sondern ich dachte, das ist normal, ja, so ist es eben. Und dann wurde ich ja nach England geschickt, um Englisch zu lernen mit 19, habe gerade so das Abitur so mit 3,0 geschafft, habe das Mami gesagt, ich sagte noch so, ja, ein Punkt an 2,9 vorbei, und dann haben wir 3 Tage nicht miteinander geredet. Und das war einfach, ist normal so, ja, und dann bin ich nach England geschickt worden, nach Schottland,
sollte da eben, sorry, dass ich so aushöre, aber es ist, glaube ich, interessant, weil das für mich interessant ist. Das ist ja alles ein Selbstgespräch. Und dann war ich da in Schottland, in Edinburgh, und habe da Commerce studiert, so ein halbes Jahr und Englisch gelernt. War erstmal in so einer komischen Familie und so. Die waren total skurril. Dann bin ich auch woanders hingegangen, dann haben die alle geheult. Und ich auch. Und dann bin ich mit zwei Franzosen zusammengezogen, haben wir Pommes gemacht und dann ist der Topf explodiert und habe ich so eine riesen Narbe am Arm. Und dann, okay, da war die Geschichte zu Ende. Dann sollte ich zur Bundeswehr, weil ich fragte, Mami, ja, was soll ich machen, Bundeswehr oder Zivildienst? Mir war das alles vollkommen wurscht, egal. Ich hatte überhaupt keine ideologischen Vorstellungen von gar nichts. Ich wusste auch nicht, Parteien oder wählen gehen. Mami sagte, du bist 18, jetzt geh mal wählen. Und ich sagte, ja, was ist denn das? Ja, mach mal, geh mal hin in die Kabine. Dann hatte ich die Kabine, habe alle Parteien angekreuzt und seitdem nie wieder. Und dann sollte ich zum Zivildienst? Nee, fragte dich dann, Mami, was soll ich denn machen? Ja. Und dann sagte, ja, wie pragmatisch wie sie ist, mach das Kürzere. Und dann, gut, dann eben Bundeswehr, okay. Ich wurde gemustert, das war für mich schon mal der absolute Superhorror. Also das konnte ich überhaupt nicht ab, dass mir jemand da unten rumfummelt. Also das finde ich dann wieder nicht so dolle. Und dann habe ich so einen Test machen müssen, so, was wollen Sie in der Bundeswehr und so. Ich dachte, ach, dann mache ich das Geilste, Flieger, ich will fliegen. Ich will Flieger werden, ne? Und so. Ich habe, glaube ich, ganz mies in diesem Test abgeschnitten. Mieser geht's gar nicht. Kriegt ihr eben die Einberufung Panzergrenadier. Ne? Also weil mich nicht als Panzergrenadier vorstellen. Ja, wahnsinnig. Aber es war alles klar. Ich sollte dann dahin. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und dann 3 Monate vor der also wo ich dann anfangen sollte, habe ich mir einen Bänderriss zugezogen. Und das hat mein Leben verändert. Weil ich dann, Mami und ich, Familienrat, oh scheiße, Bänderriss, du musst doch jetzt irgendwann mal zur Bundeswehr. Dann haben wir einen Brief geschrieben, der Jonathan hat einen Bänderriss, das verheilt bestimmt ganz schnell und der kommt dann zum anvisierten Termin. Da kam die Bundeswehr und schrieb, nein, 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 Sie müssen jetzt erstmal ein halbes Jahr aussetzen, sich auskurieren und dann kommen Sie. Ne? Und da sagte ich, okay, dann verliert man 3 Monate, alles klar. Und in diesen 3 Monaten habe ich irgendwie mich verändert. Irgendwie habe ich gedacht, nee, also ich kann nicht zur Bundeswehr, ich kann nicht Gemeinschaftsduschen, geht nicht. Also ich kann nicht mit anderen Typen in irgendeinem Zimmer sitzen. Das kann ich einfach nicht. Irgendwie kam das so. Also ich hatte so absurde Gründe auch, warum. Das hatte eigentlich gar nichts mit irgendwas anderem zu tun. Ich hatte plötzlich so Angst. Ich dachte so, nee, also das kann ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, kann nicht. Und dann habe ich verweigert. Und dann haben die mir das natürlich nicht abgenommen, dass ich verweigere. Na klar, konnten sie mir. Ich wollte ja 6 Monate vorher unbedingt dahin. Ja. Und dann musste ich vor so ein Gremium. Und ich erzähle deshalb diese Geschichte, weil das war so einer der ersten Momente, wo ich mich dann beweisen musste. Ich musste dieses Gremium davon überzeugen, dass ich nicht in die Bundeswehr passe. Also, das hat man dann gemacht. Und das bezieht sich auch sehr auf die heutige Zeit. Ich habe mich ja vorbereitet, professionell, und bin dann reingegangen zu diesen Leuten. Ich war sehr freundlich und sagte gleich zu ihnen, bitte keine Fangfrage stellen. Das war das Erste, was ich sagte. Und dann sagten die, was, hier gibt es keine Fangfrage. Wer hat Ihnen das denn erzählt? Und dann kam natürlich die Fangfrage. Sie gehen mit ihrer Freundin durch den Wald. Und da kommt ein böser Mann und der will sie, ihre Freundin, umbringen oder so. Was machen Sie dann? Habe ich gesagt, ich würde die Bäume umarmen. Und damit war ich raus. Damit habe ich dann die Zivildienst gemacht. Ich habe übrigens gar nichts gegen das Militär, ne? Gar nichts. Da war ich sehr stolz auf dich, denn du hattest wirklich zum ersten Mal etwas selber durchgestanden. Ja. Aber total freundlich. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen das Militär, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wäre vielleicht auch dankbar gewesen, dort gewesen zu sein. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass sie mich nach dem ersten Tag entlassen hätten. Weil ich passe da nicht rein, das ist einfach nicht. Also ich hätte das alles irgendwie anders gehandhabt oder irgendwas gemacht. Ich hätte da im Panzer irgendwas gemacht. Wahrscheinlich, die hätten gesagt, nee, also bitte, also das ist ja Wahnsinn, also was Sie da vorhaben. Also ich hatte wirklich keinerlei, also ideologische Bedenken oder so, das muss ich sagen. Ich habe die auch nicht beschwindelt, sondern es passte einfach nicht und das haben die auch gemerkt. Gut,
Und dann sollte ich noch Volkswirtschaft studieren, ne, wie mein Bruder. Hab das dann auch gemacht, bis zum ersten Test. Und dann habe ich weg. Also in Hamburg, ja. Und dann dachte ich, was machst du denn? Und dann habe ich mit 22 angefangen zu zeichnen und zu malen zu Hause. Und dann hat man mir auch so gesagt, es gibt Kunsthochschulen. Aha, was macht man denn dann? Ja, da gibt es Mappenvorbereitungskurse. Aha, gut. Dann habe ich diesen Mappenvorbereitungskurs in Blankenese gemacht, während des Zivildienstes. Ja. Und das war natürlich Wahnsinn. Habe dann eine völlig beknackte Mappe gemacht, habe die abgegeben und wurde genommen. Und dann, als dieser Einberufungsbescheid für die Kunsthochschule kam, und das, wir machten den Brief auf, ja, ach, Sie sind angenommen, da haben wir getanzt. In unserem kleinen, in der kleinen Wohnung in Vorraum, das weiß ich noch. Ja. Es war sowas von unfassbar für uns irgendwie, dass man da angenommen wurde. Und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Und dann hat auch Mami mich fotografiert mit einer Krone. Und das war auch schon vor der Bewerbung eigentlich. Und da fing das auch schon an, Mami zu integrieren in diese ganze Arbeit. Weil sie ist ja da gewesen. Deshalb habe ich auch mich immer so oft benutzt. Nicht, weil ich so eitel bin, sondern weil ich da bin. Also ich bin zum Beispiel, ich bin nicht körperlich überhaupt nicht eitel. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin anders eitel, aber das ist jetzt egal. Aber dann hat man das so reingespielt in diese gesamten Geschichten. Und dann war sie ja ständiger Begleiter. Und da habe ich zum Beispiel gefragt, soll ich zu Werner Büttner gehen oder zu Franz Erhard Walter? Und da hat Mami gesagt, zu Franz Erhard Walter. Weil der Büttner ist dir zu nah. Sowas sind dann eben so wirklich Weggabelungen. Ne? Das habe ich dann immer ernst genommen. Meine Mutter fand die Kunsthochschule grauenhaft. Ja, ich hatte noch so die Idee, wie das früher vor 70, 100 Jahren war, wo man dann hinging, dann lernte man, wie man mit den Holzmaserungen umgeht, wie man also mit Holz arbeitet und alles schön angezogen und so wie das eben früher war. Und dann kam ich in die Kunsthochschule und es war unbeschreiblich dreckig. Und ich kam zu der ersten Jahresausstellung und ging dann durch die Gänge und dann sah ich eine Sache und da habe ich gedacht, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was das soll. Da waren an der Wand 4 oder 5 so lange Stäbe einfach an die Wand genagelt. Da stand Schiller und Goethe und Lessing und wer immer. Und das Ganze sollte eine Bibliothek darstellen. Und das war natürlich für mich, mein Vater ist 1880 geboren, meine Mutter 1886. Also das, was ich bekommen hatte von meinen Eltern in Bezug auf Kunst, war natürlich so unendlich weit entfernt von dem, was er jetzt mir auftrug, dass ich da so große Schwierigkeiten hatte. Aber wir haben das gemeinsam gelernt. Und ich habe halt in der Kunsthochschule alles abgeklappert, was es gab. Das war ja total frei. Ich bin zu jedem Professor gegangen, habe bei jedem geschnuppert, ob die irgendwie geil drauf sind oder nicht. Und die eben blöd waren, da bin ich nur einmal hingegangen. Und die gut waren, da war ich dann ständig. Und das war eben auch so, ja, da war ich bei Büttner, da war ich bei KP Bremer oder bei Blume. Und ich habe sie alle durchgezogen. Und das hat mir meine Mutter auch eben beigebracht. Du ziehst die Dinge einfach durch. Du lässt dich nicht beirren, du machst es einfach. Und du bist verbindlich und du machst das, was gesagt wird. Oder du machst das, was du eben selber auch machen musst. Also Disziplin bis zum geht nicht mehr. Ne? Und ich bin halt chaotisch, sie ist die Ordnerin, aber ich bin gar nicht so chaotisch, sondern ich mache das auch, damit du ordnest. Also es ist ja es sind ja alles sehr pragmatische Angelegenheiten. Also ich bin nicht blöd, ja, sondern Beschäftigungstherapie. Wie macht man die Mutter glücklich? Indem man ganz chaotisch wird. Und dann eben die Liebe empfängt, die man braucht. Ne? Also das ist ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. So bin ich auch mit meinem Professor umgegangen, Franz Erhard Walter. Das ist ein wahnsinnig geiler Künstler, irrsinnig toller Professor. Und wir haben nur über Essen und Trinken geredet.
Weil, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Weil der sagte immer, wenn ich ihm was zeigte, weitermachen. Hahaha, weitermachen. Das war der Kommentar. Das waren Arbeitsgespräche von genau 10 Sekunden. Also das waren die kürzesten Arbeitsgespräche, die es gab. Ne? Und wenn du da so gezittert hast vor dem, dann hat er dich auseinandergenommen. Weil dann hat er ja gesagt, du stehst ja gar nicht dahinter. Du musst ja erstmal hinter dem stehen, was du machst. Ja? Also du musst das ja mit einer Konsequenz machen. Du musst ein konsequentionales Leben führen. Das ist Kunst. Was auch immer du machst. Ich habe da so viel gelernt. Du musst für das einstehen, was du tust. Das ist die direkte Linie zu meiner Mutter. Du musst das, was du tust, konsequent durchziehen. Gegen alle Widerstände. Du musst es machen. Ja, nicht labern. Nicht glauben. Machen. Ja. Und das habe ich echt mir zu Herzen genommen. Das bis heute. Ne? Durchziehen, machen, durch. Kopf durch die Wand. Ja. Da kommen natürlich noch viele andere Aspekte rein. Da kommen wir auch jetzt zum Leben meiner Mutter wieder zurück. Die war ja in Salem zur Schule gegangen, zur Kriegszeit von 37 bis 49. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, ja? Dass sie in diesem Schloss war und diese Schule und die war so speziell. Und dann war da noch Hitler und dann immer diese komische Geschichte, dass die Familie meiner Mutter so gegen Hitler war und so. Das interessierte mich aber immer gar nicht, weil mich interessiert diese moralische Betrachtung überhaupt nicht. Ich will wissen, wie haben die da geduscht? Was haben die da gegessen? Wie sind die den Waldlauf gewesen? Wie sahen die Bäume aus? Was für Bilder waren an der Wand? Ich interessiere mich dafür, wie du die Hitlerreden gehört hast. Ich bin an diesen moralischen Fragen überhaupt nicht interessiert. Das sind für mich Fangfragen, ne? Weil das ist nicht wichtig. Ja, zumindest nicht im Verhältnis von Mutter und Kind. Ja, ich bin auch kein Mensch, der gerne die älteren Generationen schuldig spricht für irgendwas. Ja, wir haben die Verantwortung für die Zukunft. Die Vergangenheit, mein Herr, da muss man gnädig sein. Und zwar sehr gnädig. Und zwar allen gegenüber, auch den Azteken. Die haben auch Menschen geopfert. Und so weiter. Und das habe ich gelernt von dir, in die Zukunft zu gucken. Und diese Geschichten, die haben mich total angetörnt. Ja. Deshalb TKKG, 3 Fragezeichen, John Sinclair, Karl May, Daphne du Maurier. Alles, das hat sich ja alles dann aufgebaut. Ich habe Mami gefragt, was soll ich denn lesen? Und sie sagt, mach mal das. Die Moments, all diese merkwürdigen Welten, was ist was? Ich habe das ja alles reingesogen, bis zum geht nicht mehr. Hat ja auch Zeit. Aber 1000 Mal Dancing Queen gehört. Hintereinander. 1983 habe ich, glaube ich, ein Jahr lang nur Sweet Dreams von Eurythmics gehört. Ein Jahr lang. Ja, aber das ist dieses Repetitive, diese Wiederholung, was ich ja immer mache. Propaganda, immer wiederholen, immer gleich. Die Leute sagen immer langweilig, ist nichts langweilig. Ich atme ja auch immer gleich, gehe jeden Tag ins Bett, gehe jeden Tag irgendwie. Jetzt lass mal den Robert wieder fragen. Ach, ich frage mich so ein bisschen. Alles gut, ich lasse das ja immer. Ich will noch mal 2 Sachen sagen. Sag's noch. Genau, ich habe ja einen sehr, sehr geregelten Tagesablauf. Dann höre ich auch auf. Ich stehe auf, meistens 8.30 Uhr, lasse ich mich wecken. Und dann werden erstmal 6 Becher Kaffee, Tee und Matcha-Tee gemacht. Und das 2-mal. Also ich trinke erstmal schon mal 12 Becher Tee und Kaffee. Na, also ich trinke wie ein Irrer. Ja, deshalb bin ich auch so fett. Ich trinke so wahnsinnig. Ich liebe es, wenn mir was durch die Kehle rinnt. Ich liebe das. Das macht mich geil. Ja? Irgendwas ist da auch. Ich verstehe das auch gar nicht. Also wenn es das durch die Kehle rinnt. Na, und dann ist aber so. Ja, und dann wird erstmal iPad und so weiter. Ja, aber es gibt so Rituale und dann immer Badewanne, 2-mal am Tag. Ja, ich bin so ein Geruchs-Antifetischist. Ja, also ich muss sozusagen mich immer sauber machen. Ja, ich habe auch ganz viele Neurosen und Phobien, viele habe ich überwunden. Ich trage ja jetzt nicht mehr nur Schlaghosen, ja, sondern jetzt mehr Karotte. Ich liebe Karotten. Plötzlich. Aber das hat eben auch mit einem anderen Körpergefühl zu tun. Ja. Aber ich konnte immer nur so leben.
Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich würde aber gern wieder 12 sein. Ja, jetzt lass mal Robert fragen. Ach, ich bin ja gern so der Onkel, der mal die Seite umblättert und so, und ihr tut so. Aber ich finde, ich kenne diese Familiengeschichte ja nicht aus dem FF, aber ich habe schon viel gehört. Doris auch, alles in Vorbereitung auf die Biografie. Und viele Dinge kommen mir so ein bisschen schleierhaft vor, weil sie immer gleich erzählt. Wenn zum Beispiel die Geschichte mit der Krone, da wird ein Foto mit der Krone gemacht, das haben viele von uns gemacht. Aber du hast halt Arto in der Hand und liest Arto, und es ist halt plötzlich doch eine Performance. Ich war in deiner Bibliothek, da steht ja nicht nur die Moomins, da steht ja alles, was an Welt Literatur vertreten ist. Also man muss das schon auch mal in eine Relation setzen. Du sagst, du hast Bücher um dich geschart in einem jungen Alter. Da waren ja nicht nur Kindergeschichten dabei und so. Ich will aber Brigitte noch mal fragen, ihr seid in eurer Familie, ihr seid eine Familie mit starken Frauenfiguren. Deine Mutter hat als eine der ersten Frauen Medizin studiert, musste dann zurücktreten, als dein Vater sehr prominent dann eben der Direktor des Bürgerhospitals wurde. Du hast gesagt, du hast selber auch studiert. Du bist auch eine starke Frauenfigur. Und die Frage ist, wie prägt das jemand so wie Jonathan? Ich glaube nicht, dass das einfach nur so eine Befehlsstruktur ist. Also es gibt vielleicht eine gewisse Sicherheit. Und Jonathan ist auch ein Nachzügler. Du bist auch ein Nachzüglerkind. Wir haben neulich darüber gesprochen. Du hast ihn, glaube ich, mit 40 Jahren bekommen. Du bist auch das Nachzüglerkind gewesen in der Familie und sagtest dann, das hat ja fast schon Tradition bei uns in der Familie. Willst du dazu irgendwas zu sagen, zu diesem Nachzüglerstatus? Das hat ja auch dafür gesorgt, dass Jonathan so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil die anderen ja schon aus dem Haus waren, beziehungsweise schon wussten, was sie machen wollten. Also wegen des Nachzüglers, der Nachzügler hat den Vorteil, dass man es alles nicht mehr so ernst nimmt als Eltern. Also die ersten Kinder, die müssen also ganz so erzogen werden, wie man es gerne möchte, und da ist man noch wahnsinnig genau. Bei dem zweiten, da macht man schon zum zweiten Mal. Und der dritte oder vierte oder fünfte, der wenigstens bei mir, der wurde sozusagen auf dem Boden, auf einem Teppich, dann kriegte er die Flasche in den Mund und zwei Kissen rechts und links, und das war es dann auch. Die werden sehr viel freier erzogen und haben natürlich auch durch die Geschwister. Ich meine, er hat zwei Geschwister, die sind 8 und 9 Jahre älter als er. Das heißt, er war für die damals schon ungefähr 16 Jahre alten Geschwister und deren Freunde war er das Maskottchen. Er durfte mitmachen, er saß dann dabei. Also es ist schon irgendwie freier. Was bei uns in der Familie war, dass eigentlich die Frauen über 3 oder 4 Generationen relativ spät geheiratet haben und erst so ab 30 ihre Kinder bekamen. Ich meine, meine Mutter hat mich bekommen mit 43, das war damals in der damaligen Zeit, 1929, sehr, sehr spät. Und das kann natürlich schon auch etwas gemacht haben mit uns. Und ich weiß, dass du sagtest, dass meine Mutter und meine Geschwister und ich, wir alle emanzipiert waren schon. Meine Großmutter war schon emanzipiert. Das war so die 1850 so herum. Da gab es 2 Berufe für Frauen. Entweder Krankenschwester oder Lehrerin. Was anderes gab es noch nicht. Und sie wurde Lehrerin. Und sie heiratete dann, also über die Details weiß ich wenig, einen sehr begüterten Danziger Kaufmann. Und dadurch, dass sie schon emanzipiert war, hat sie meiner Mutter, als sie meine Mutter studieren wollte, und es gab ja damals noch keine Mädchenschulen, die zum Abitur führten. Also meine Mutter wurde privat unterrichtet, auch musste Latein lernen natürlich und hat dann in der Jungenschule nur das Abitur absolviert. Und das ging natürlich alles deshalb, weil schon meine Großmutter also bis zu einem gewissen Grade emanzipiert war. Und das ging dann bei uns weiter und bei meinen Kindern auch. Das hat schon eine Tradition gehabt. War für mich natürlich schwierig,
dass meine Mutter schon eben so viel älter war als alle anderen Mütter. Und deshalb hat meine Mutter mir es ja auch verschwiegen, bis ich 10 war, dass sie 50 war, also 40 Jahre älter. Sie hat sich immer 10 Jahre jünger gemacht. Das habe ich tatsächlich. Und, ja, das stimmt. Weil ich Angst hatte, dass ich in dem Alter der Großeltern der anderen Kinder in der Grundschule war. Das war für mich natürlich eine Katastrophe, als das Mami irgendwann mal 50. Geburtstag feierte und ich sagte, Mami, das ist da irgendwie ein Missverständnis. Du bist doch 40. Und dann sagte sie, nee, Junge, ich bin leider, ich bin 50. Und habe ich natürlich wahnsinnig geheult, weil ich dachte, sie stirbt morgen. Ja, weil das sind ja so Sachen, ne? Dann auch meine Mutter hat dann die Scheidung verschwiegen und so. Also wir sind schon so eine merkwürdige Truppe auch gewesen und so. Ja. Und ich habe das dann immer so auch dann darunter gelitten, das muss ich auch sagen. Ich musste meiner Schwester dann immer den Rücken kraulen, das kommt mir gerade so in den Kopf, für Briefmarken. Ne? Ich habe Briefmarken gesammelt. Und dann musste ich immer meiner Schwester den Rücken kraulen. Für Briefmarken. Und ich habe natürlich immer die schönsten Briefmarken ausgesucht. Das waren aber die billigsten. Ne, also diese ganz... Und ja, dann noch eine halbe Stunde. Dann kriegst du die mit den Astronauten. Und ich immer. Und zack, zack, zack und so. Aber ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern. Wir haben dann gemeinsam Biene Maja geguckt und Nils Holgersen und Schirmscham und Melone und alles. Und bis wir in diese Kaserne zogen, war auch alles Wahnsinn. Wir hatten ein schönes Haus mit Garten und haben gespielt. Und das war alles wunderbar. Und das hat mich wirklich damals sehr belastet. Ja, das war eben, das Problem war, dass wir wohnten in Arnsburg. Arnsburg ist eine, sozusagen eine Schlafstadt von Hamburg. Die meisten Leute sind jeden Tag nach Hamburg gefahren, um da zu arbeiten. Und es war eine relativ wohlhabende kleine Stadt. Und die meisten Leute hatten ihre Häuser, die sie entweder schon abbezahlt hatten oder am Abbezahlen waren. Und wir kamen nun von Japan und wir waren in gemieteten Räumen. Und solange ich noch die 3 Kinder hatte bei mir, hatten wir uns kleine Häuser gemietet. Das war okay. Aber als Jonathan und ich dann alleine waren, weil die großen Kinder in Hamburg waren, Banklehre machten. Da bin ich dann eben in eine Wohnung gezogen und das tat man in Ahrensburg nicht. Man hatte ein Haus. Und das war mir gar nicht klar. Ich habe gearbeitet und ich hatte ihm ein schönes Zimmer eingerichtet. Aber dass er eben auch nicht sehr nett behandelt wurde von den Mitschülern, weil er nur in einer gemieteten Wohnung wohnte, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber das sind eben Dinge, die man als Eltern macht, weil sie auch gemacht werden müssen und man erst nachher hört, dass das nicht so gut war. Aber ich meine, du bist nicht direkt traumatisiert worden. Nein, dadurch. Das war schon. Aber es hat mir zu denken gegeben, weil die Leute so auch geredet haben. Ach, in der Kaserne wohnst du da? Ja. Das war sowas von oben herab, ne? Und ich habe das so, okay, ja, stimmt wahrscheinlich. Naja. Und aber Mami ist halt so eine lustige Figur für mich, die dann auch so Angebote gemacht hat, die man nicht ausschlagen konnte. Konfirmation. Ne? Ja. Also ich war nie religiös, werde es nie sein, interessiert mich auch überhaupt nicht. Aber dann hat sie gesagt, doch, das mach mal, da kriegst du dann auch eine Belohnung. Das war ja Klassiker damals. Ne? Ja. Dann habe ich das gemacht, das war auch okay, aber mich hat's irgendwie auch, ich habe das so an mir abspulen lassen, das war dann so ein Verpflichtungsprogramm. Und Mami hat uns eben nicht diese Wichtigkeit gegeben, dass wir jetzt so denken müssten, wir sind von einem Gott erschaffen worden. Also diese Wichtigkeit konnte ich nicht entwickeln, also in meinem Leben. Das ist vielleicht auch einer der Basisgründe, warum ich zur Kunst gekommen bin. Also diese Idee,
da ist irgendeine höhere Macht, die hat mich erschaffen. Das interessierte mich einfach nie und hat mich nie interessiert. Und deshalb ist Kunst auch keine höhere Macht, ne? Sondern es ist die Natur. Es ist das Normalste von der Welt. Es ist das vollkommen spielerischste Element, was sich an uns abspielt, wenn wir uns dieser Sache eben nicht in den Weg stellen. Und ich habe ja immer dieses ultimative Spiel gesucht und gefunden und komme da jetzt aber auch nicht mehr raus. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, ich fühle mich ja grundsätzlich wohl in diesem Ding, ne? Was eben keine Religion ist und auch keine Politik. Das ist eine völlig andere Welt, ne? Man kann in dieser Welt, selbst in dieser beschissenen Realität, überleben. Das ist der Wahnsinn. Ne? Viele meinen ja, das geht gar nicht. Und sie hat mir halt diesen antirealen Keim eingepflanzt. Also wo soll denn der sonst herkommen? Also sie hat mir sozusagen klar gemacht, du, es gibt auch noch was anderes. Aber du musst schon ein bisschen gucken. Du musst das auch untersuchen, du musst das finden. Durchforsche alte Gemäuer, so wie es fünf Freunde machen. Ne? Die fünf Freunde durchforschen alte Gemäuer. Und das war immer mein Ziel. Ne? Jetzt lass Robert wieder fragen. Ihr müsst nicht immer mich ins Spiel bringen. Also ich will immer nur so einen Sprung machen. Ich will ja was aus eurem Verhältnis lernen, wie sich das auch verändert. Ich meine, ich glaube dann nicht mehr so ab 98 diese Management-Geschichte, Brigitte und die Finanzen. Da tritt jetzt eine große Galerie auf den Plan mit Contemporary Fine Arts. Eine tolle Galerie in dem Stadium, eine sehr spielerische Galerie. Und plötzlich beginnt so ein kometenhafter Aufstieg auch mit Berlin Biennale. Du performst fast jeden Abend, reist rum überall auf der Welt und die Galerie übernimmt das doch schon sehr, sehr professionell, alles, was mit den Finanzen und ähnliche Dinge zu tun hat. Bei dir, Brigitte, ist es so, ich frage mich immer, du hast ja jetzt viel gesehen, du bist 92, das ist klar, mit 40 kriegst du Jonathan und dann ist diese Zeit, wo Jonathan diesen Aufstieg erlebt und du siehst alle diese Figuren der Kunstwelt an dir vorüberziehen. Ja. Das finde ich immer so stark. Also alles, was so an Theaterregisseuren, an Opernregisseuren, an Musikern, alles ist an dir vorübergezogen und ich denke, manchmal irgendwie bei dir so, die sind alle so gekommen und dann sind sie wieder gegangen oder so. Du hast jetzt ja auch 20, 30 Jahre lang fast das Kunstsystem sich entwickeln sehen. Wie hat sich das für dich verändert, so von, sagen wir mal, Jahrtausendwende 2000 bis eben heute? Was hat sich da so verändert? Kannst du das beschreiben, was du da so gesehen hast? Ja, es ist eigentlich, ich werde öfters mal gefragt, bist du nicht wahnsinnig stolz auf deinen Sohn? Und ich sage, stolz? Ich freue mich für ihn. Aber dadurch, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe und dann auch lange Zeit, als ich mit den drei Kindern aus Japan zurückkam und den Haushalt geführt habe, die Kinder in der Schule und ihn im Kindergarten betreut habe und außerdem noch das Geld verdiente, ich bin einfach vorwärts gegangen. Da war keine besondere Zeit, sich hinzusetzen und also stolz zu sein, sondern man machte die Dinge und man freute sich, wenn sie einem gut gingen und man versuchte, sie zu verbessern, wenn sie mal nicht so gut gingen. Also ich kann gar nicht, und genauso ging es mir auch mit der Kunst. Ich sagte ja schon, also wir hatten wirklich keine Ahnung von zeitgenössischer Kunst. Und wir haben das erforscht, während Jonathan Sachen malte. Er hat also in seiner Wohnung, in seinem Schlafzimmer, hat er gemalt. Und nach einem halben Jahr hatte er also zwei, wie nennt man das? Staffeleien. Zwei Staffeleien da. Und es roch so, so sehr, dass ich ihm ein Feldbett im Wohnzimmer aufschlagen musste, weil er nicht mehr in seinem Schlafzimmer schlafen konnte. Und das waren so die Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat. Und als er dann zur Kunstakademie kam und als er dann von seinem ersten Galeristen aufgegriffen wurde, sozusagen, dann war das einfach eine Entwicklung, die man mitgemacht hat. Und dass ich dann eben auch, sagen wir mal, hochgestellte Leute in der Kunst getroffen habe, das gehörte einfach zum Job dazu, auch zu meinem Job.
Denn ich war ja immer, also dadurch, dass ich alles übernommen hatte, was nicht Kunst war, war das doch eine ganze Menge. Und ich habe einfach die Entwicklung mitgemacht. Ich kann gar nicht sagen, dass ich da also so furchtbar viel Entwicklung empfunden habe, sondern es waren eigentlich immer entweder Problematiken oder Chancen, die sich neu ergaben und mit denen man sich beschäftigt hat, um sie aufzuarbeiten. Aber ihr erzählt das halt immer so, naja, Picasso und wir kannten auch Beuys nicht und so. Und plötzlich steht da einer der wirklich prägendsten zeitgenössischen Künstler um die Jahrtausendwende, der wie ein Staubsauger alles aufgesaugt. Ich habe es mit den Büchern mal ein bisschen versucht. Ja, du hast ja dann praktisch obsessiv alles das, was in der Kunst da war, erforscht. Und zwar wirklich obsessiv. Also es gibt ja Leute, die gehen dann um 5 nach Hause an der Kunstakademie und andere, die bleiben halt. Oder es gibt Leute, die immer sich praktisch darum drehen. Und dieses Obsessive, dieses Sammelnde hast du, glaube ich, auch auf die Kunst bezogen und in sehr kurzer Zeit das alles letztendlich auch ad acta gelegt, durchforscht, was funktioniert. Manchmal hast du auch von Dünnpfiff geredet. Also du hast, glaube ich, einen guten Riecher für das, was in der Kunst wirklich Kunst ist und was keine Kunst ist. Und dieses Präzise hat dann dazu geführt, dass ja viele Leute auch sofort erkannt haben, wie geil eigentlich deine Kunst ist. Spätestens 98. Das war ja immer schon auch in der Kunstakademiezeit überwältigend großartige Kunst, die da an den Wänden sich abgespielt hat. Hat sich gar nicht groß verändert bis heute. Ja, aber da galt man ja auch als verrückt oder als irre oder als Wahnsinniger oder Spielkind, aber im negativen Sinne. Und ich habe das ja alles so auf mich zukommen lassen. Ja, und ich wollte dann auch irgendwann mal keinen Abschluss machen. Und das war aber auch völlig in Ordnung. Ich habe dann immer so für mich selber so Hindernisse auch aufgebaut, die ich spannend fand. Ne? Es gab die Zwischenprüfung 1995 und ich kannte ja alle Professoren. Und diese Zwischenprüfung habe ich noch gemacht. Und dann bin ich danach zu meinem Professor gegangen, Franz Erhard Walter, und habe gefragt, muss ich jetzt überhaupt noch eine Endprüfung machen in 2 Jahren? Ich kenne euch doch alle. Ihr wisst, dass das doch geil ist, was ich mache. Ihr wisst es doch. Es ist Kunst, fertig. Das kann man eh nicht bewerten. Und dann sagt er, mach mal, brauchst du nicht. Und dann bin ich noch zu Büttner gegangen, habe ihn das Gleiche gefragt und der hat auch gesagt, brauchst du eh nichts machen. Das ist für dich nicht wichtig. Es war auch keine Arroganz oder so, sondern es war für mich in dem Moment einfach nicht. Ich habe das für mich so gesagt und musste es meiner Mutter erklären. Ich musste meiner Mutter erklären, warum ich keinen Abschluss machen will. Ja? Weil sie sagte ja, die ist ja auch abschlussgeil. Und ich musste immer begründen. Ja? So, weißt du, das ist Gewässer für mich, das macht mich hot. Das macht mich heiß und so. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, okay, der Junge ist schon, der macht lieb, was er tut und tut, was er liebt. Und das wird schon okay sein. Und dann ist man ja so abgegriffen von der Galerie damals. Und ich habe den Leuten sofort vertraut. Ich fand die geil. Ich habe eh immer Leuten vertraut. Das ist ja so ein Grundprinzip. Ne? Immer vertrauen, immer vertrauen. Jetzt weiß ich, wem ich nicht vertrauen darf. Ideologen unter keinen Umständen. Oder Leute, die nicht spielen können oder nicht oder anderen Leuten das Spiel verbieten wollen. Denen sollte man niemals trauen. Und ich bin auch sehr enttäuscht worden, ja. Sehr enttäuscht worden und musste da auch durch viele Täler durch und so weiter. Aber irgendwie bin ich dafür auch gemacht. Ich will noch eine Sache erzählen, wo ich also auch sehr zum ersten Mal sehr stolz auf ihn. Da war ich wirklich stolz auf ihn. Während er noch mal in der Kunsthochschule in Hamburg war, gab es, ich nenne den Namen nicht, einen kleinen Ort außerhalb von Hamburg und da gab es einen Kunstverein und die hatten eine alte Mühle. Und da hat der eine Herr aus dem Kunstverein hat die anderen dazu gebracht, den Jonathan aufzufordern oder dem Jonathan zu erlauben, eine Großinstallation in dieser alten Mühle zu machen. Und das war also was ganz Besonderes. Und er hat also wirklich diese Mühle vollgestellt mit dem, was er eben schön fand. Aber außer diesem einen Mann, der ihn dort hat hinkommen lassen, waren die ganzen anderen Leute vom Kunstverein ausgesprochen gegen Jonathan. Und da sie es nicht vermeiden konnten, haben sie die ganzen Leute in der Umgebung darauf eingeschworen, nicht
zu dieser Ausstellung zu gehen, weil sie eine absolute Scheiße sei. Und also am ersten Abend, ich war nicht, ich arbeitete, ich bin nicht dahin gefahren, aber er war da also. Am ersten Abend kamen ein paar Leute. Oh, 20, 30 vielleicht. Aber keiner von diesen wichtigen Leuten dieses Kunstvereins. Die fanden die Einladungskarte schon so beschissen. Und die sagten einfach immer nur, Müllwagen holen, weg mit dem Zeug. Ne? Und ich war 27, sah auch aus wie 20. Ich war völlig weggetreten. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ich mache doch hier nur eine Ausstellung. Und da war eine Feindschaft der absoluten Mega-Superlative. Ja? Und das, und sowas... Und da ist er trotzdem immer wieder da zu dieser Mühle gefahren und hat da den ganzen Tag gesessen, ohne dass auch nur eine Person kam, um sich das anzusehen. Aber er hat es durchgezogen und er hat es dann wieder abgebaut und hat weiter gemacht in der Kunsthochschule, ohne sich dadurch verbittern oder verängstigen zu lassen. Und das fand ich wirklich mutig. Mit dem Direktor habe ich immer noch super Kontakt. Das ist ein guter Freund von mir, der wurde danach gefeuert. Ja, das muss man alles sagen, das ist so unfassbar brutal, diese Szene. Ja. Und die wird ja immer brutaler, ja. Und die Seilschaften werden immer beschissener und so weiter. Das muss man einfach nochmal sagen. Es wird auch immer ekliger. Und da muss man wirklich sein Reich schaffen, sonst funktioniert es nicht. Oder man wird weggesogen. Das ist ein vampiristisches System. Und da muss man wissen, was man will. Und man muss wissen, welchen Preis man zahlen möchte. Und das Größte, was man in der Kunst erreichen kann, ist Unabhängigkeit. Soweit es geht. Ne? Und dann muss man eben auch bestimmte Sachen sausen lassen. Die Unabhängigkeit ist das Entscheidende überhaupt. Und bei mir ist es ganz wichtig und immer wichtiger geworden. Und ich habe auch nur noch Leute um mich herum, die das genauso sehen. Ne? Also ich will jetzt nicht, ich verlange nicht von den Leuten genau alles so zu machen, wie ich es will. Aber die unabhängigen Menschen sind für mich die unfassbar tollsten. Also die liebe ich am meisten. Und da geht man weiter. Nicht? Man hat viel gelernt. Ich wurde in Bayreuth angefragt, Parsifal zu machen. Da wurde ich wieder rausgeschmissen aus fadenscheinigsten, übelsten Motiven. Ich wurde vorgeführt bis zum Gehtnicht mehr. Ich habe den Hitlergruß gemacht, mehrfach in Performances. Ich habe den entkontaminiert, überall auf diesem Planeten. Dann wurde ich in Kassel angezeigt, da musste dann vor Gericht, war auch nicht toll, weil Kunst braucht man nicht zu rechtfertigen. Die Richterin hat mich freigesprochen, weil die super war. Die hat sofort verstanden, der Typ kommt nicht aus der Realität. Aber das war alles total scheiße, weil da Leute die Straßenseite gewechselt haben, die Leute haben zum Teil mich nicht mehr mit mir reden wollen. Die haben dann nur noch Unsinn gelabert. So, das Dritte Reich, das könnte man nicht auf die Bühne bringen. Und dann sagte ich, ja, große Diktator. Und dann waren die schon weg, weil das ist alles nur Kitsch. Das sind alles so Kitschbrüder, die mit ihrem Geschmack irgendwas rechtfertigen wollen oder machen wollen. Und deshalb sind die auch alle so scheiße. Das ist alles so Geschmäckle-Scheiße. Und ich habe nie nach meinem Geschmack hantiert oder gearbeitet, das hat mich nie interessiert. Also, dass mir meine eigenen Bilder gefallen, ist für mich völlig irrelevant. Ich male nur Bilder, die notwendig sind für die Zukunft. Und ob die mir gefallen, ist mir egal. Also, ich muss das machen, was gemacht werden muss. Das habe ich von Mami. Mach das, was gemacht werden muss, damit du morgen wieder das machen kannst, was gemacht werden muss. Damit du wieder das machen kannst, was gemacht werden muss. Lass mal deinen Geschmack sausen oder deine Befindlichkeit. Reiß dich zusammen, mach's einfach. Es passt schon. Da, mit so einer Haltung kommst du natürlich nicht weit. Wenn du, die Frage war ja sehr legitim zu sagen, ich habe sehr, sehr wichtige Menschen in der Kunstwelt kennengelernt. Die meisten von denen haben ein einziges Mal mit mir gearbeitet. Nie wieder. Weil sie gemerkt hat, ihre Seilschaften bediene ich nicht. Ne? Das merken die, das schnuppern die, das riechen die sofort, wenn du keine Arschkriecher-Sau bist. Und dafür habe ich auch viel geblutet. Ich war noch nicht auf der Documenta oder Biennale in Venedig, obwohl man das ja normalerweise sofort sagen würde. Wer kann den deutschen Pavillon besser machen als ich? Ja, niemand. Das weiß jeder weltweit. Ja, aber es ist vollkommen egal, da mache ich ihn als Zombie oder als Toter. Ist mir auch egal. Oder meine Mutter als Psycho.
Aber das ist alles so, also das kann man auch alles mit Humor nehmen und da muss man einfach die rote Karte geben. Ist nicht. Ne? Mut zeigt selbst der lahme Muck. Mann, bisschen Risiko gehen ist in Ordnung. Ja? Und also diese mutlosen kleinen Kriecher, die da irgendwie immer nur ihren kleinen Furz bringen wollen, an dem sie selbst schnuppern, um zu meinen, dass das geil ist. Also Sammler, die ihren Geschmack bedienen, das ist ja das Letzte. Also Sammler müssen das kaufen, was notwendig ist. Ja? Solche Sammler habe ich auch kennengelernt. Ich habe Sammler kennengelernt, die genau das kaufen, was sie kacke finden. Ja? Und die Typen, die nehme ich ernst. Ja? Die sagen, das finde ich zwar irgendwie scheiße oder finde ich irgendwie merkwürdig, aber irgendwie ist es richtig. Es passt. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen, aber irgendwie, vielleicht ist es ja was. Na, in dem Moment, wo ich irgendwie weiß, ah, das ist ja geil, dann ist es meistens auch scheiße nach einem Tag. Weil es ist nicht, so kann man auch nicht arbeiten als Künstler. Ne? Ich hatte ja 1998 einen mega Erfolg, ja, in der Berlin-Biennale. Und irgendwie fand ich es scheiße. Deshalb wurde ich auch so düster plötzlich. Ne? Das waren alles ganz bewusste Sachen. Ich habe gesagt, nee, also diese bunte Scheiße, die wohl alle mir auf die Schulter klopfen, aber mit der Aussage, ja, du tanzt eh nur einen Sommer. Ne, das war auch so selbstgefällig. Ne? Naja, so, was willst du jetzt denn noch machen nach dieser geilen Berlin-Biennale? Das ist doch schon top. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch top. Aber ich mache jetzt mal was anderes. Ich werde ganz düster. Ich werde den unbekannten Soldaten jetzt in mir entdecken. Und dann habe ich so ganz düstere Sachen gemacht. Und das hat wirklich nicht mehr so gefruchtet. Also da hat man dann auch Ärger gekriegt, ne? Weil die Leute das auch missverstanden haben. Nicht, dass man auch mit Hitler spielt. Ne? Das war damals völlig außerhalb der Möglichkeiten. Jetzt weiß jeder, dass es richtig ist, dass man mit den Diktatoren spielen muss, damit man sie wegspielen kann. Diktatorenquartett und so weiter. Ne? Aber das war für Mami natürlich wahnsinnig kompliziert, auch plötzlich, dass ich so eine Type wie Hitler die ganze Zeit bringe und du aus der Zeit kommst. Ja. Das fand ich aber gerade spannend. Ne? Das war auch ein Kampf zwischen Mami und mir. Und ja, da haben wir uns wirklich gestritten bis aufs Blut, denn ich hatte es ja erlebt und ich hatte letztlich auch erlebt, dass das Leben und die Ehe meiner Eltern daran mehr oder weniger zerbrochen ist. Das war eben eine Generation, die hatte ihre gute Zeit bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Und dann kam der Weltkrieg, dann kam die Inflation, die ganze Zwischenzeit. Und als die Weimarer Republik versuchte, etwas zu werden, kam Hitler. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Also diese Generation hat es wirklich sehr schwer gehabt. Nicht? Und das dann eben auch, wo er eben doch sagte, man muss die Nazi-Zeit sozusagen neutralisieren. Da kam ich dann gar nicht mit. Aber ich meine, inzwischen haben wir uns jetzt wieder entstritten. Ja. Aber interessante Frage wäre ja an dich, Brigitte, warum soll man mit Adolf Hitler nicht spielen? Das ist ja dann schon auch eine Frage. Also wenn du hast das jetzt ja lange erlebt, wie Jonathan das macht, es war nicht immer ganz einfach für ihn. Es gab den Prozess, er wurde freigesprochen und so. Das, was er da tut, ist auch wirklich so eine Kernerarbeit, würde man in den Wissenschaften sagen. Ja. Es hat jetzt ganz gut funktioniert. Warum soll man denn mit Adolf Hitler nicht spielen? Als Spielfigur. Ja. Also weil es eine historische Figur gab oder wo war jetzt wirklich dein Problem? Natürlich hat Jonathan, und das wäre vielleicht nochmal so eine Frage, die das Publikum interessiert, natürlich leidet man als Mutter, wenn der Sohn jetzt Haue kriegt oder so. Man freut sich, das ist ja immer das Problem, man freut sich, wenn jemand Erfolg hat, aber man leidet natürlich auch, wenn mal eine Kritik schlecht ist oder wenn es dann wirklich Sturm gibt. Also nicht nur Gegenwind, sondern Sturm. Das war ja teilweise auch Sturm, was du da ertragen musstest. Wie fühlt man sich dann? Oder was macht man dann? Also wie baust du Jonathan auf? Musste der sich wieder selber aufbauen? Also zwei Fragen. Erstens, warum nicht mit Adolf Hitler spielen? Das will ich schon wissen. Und dann aber schon auch die Frage, wie baut man den erfolgreichen Sohn wieder auf, der dann auch in so ein Loch wahrscheinlich fällt, muss man ja schon sagen. Es ist ja schon auch schwierig, wenn es stürmt. Ich war super sauer. Aber Also ist ja immer weitergegangen. Ich meine, du kamst ja, ich meine, die eigentlich jeder Künstler ist in seiner Berufung
Wellen ausgesetzt. Auch die besten Künstler haben Jahre, wo sie schlecht verkaufen, wo eigentlich keiner sie haben will. Und das hatte er auch, aber es ist ja immer weitergegangen. Nicht? Und die Leute, ich weiß sogar, wer das ist, der gesagt hat, der tanzt nur einen Sommer und... Ja. Das ist jetzt also über 20 Jahre her. Ja, ja. Und der Sommer ist sehr lang geworden. Das ist off the record. Also der Gruselort, wo diese Ausstellung war, wird nicht gesagt. Kann man aber nachsägen und Personennamen werden auch nicht genannt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sollen wir noch ein Kapitel in der familiengemäße Geschichte umschlagen oder sollen wir irgendwie... Weil eigentlich, was mich interessiert, ist, es verändert sich ja dann was. Also so 2006, 2007 verändert sich schon mal was mit dem... Mit dem Kauf des Hauses, wo ihr dann eingezogen seid. Aber jetzt später kam dann so ein Punkt, wo, glaube ich, du dich mehr um deine Mutter kümmerst als vorher. Also das ist ja ein sehr liebevolles Verhältnis, ja, was ihr zueinander habt, ein erzliebevolles Verhältnis. Aber mittlerweile ist es so, Brigitte wohnt bei dir in Berlin. Du kümmerst dich um sie, du schaffst die Struktur und du schaffst den Rahmen, glaube ich auch für sie. Da hat sich ja schon was verändert im Verhältnis. Also inzwischen durch, muss man auch sagen, kam ins Studio, dass alles das abgenommen hat, was vielleicht früher so ein bisschen deine ja, Aufgaben waren, was ja, macht die zu einer privaten Sekretärin. Das ist übrigens Sekretärin, ein sehr schwieriger, ja, Punkt, in allen zu sagen, die sie vielleicht mal so alt werden wie ich. Es kommt ein Punkt, wo man nicht mehr alles in der Hand hat und alles entscheiden kann. Und für sich und für andere arbeiten und etwas erreichen kann, sondern man muss zugeben, dass man derjenige wird, dem geholfen werden muss. Und das ist sehr, sehr hart. Das dauert auch eine gewisse Zeit, aber wenn man dann gesagt hat, sich, das ist eben so, ich kann es nicht ändern, es geht allen Leuten so, die sehr alt werden, dann kommt man gut damit zurecht. Und ich bin eben jetzt auch, ich kann gehen, ich kann auch noch ein bisschen denken. Und es geht. Aber ich weiß, dass es auch so langsam, dass der Körper und der Geist auch müder wird. Und wenn man das akzeptiert hat, dann kann man sich da auch einigermaßen wohlfühlen. Aber ich muss als ihr deinen Motor auch ständig anwerfen, ne? Wie auch meinen eigenen, aber das ist nicht so schwierig. Ich versuche sozusagen das zurückzugeben, was meine Mutter mir gegeben hat. Also das ist ein Geben und Nehmen. Das ist auch das, was die Kunst verlangt, ja. Also und ich muss das auch filmisch verarbeiten, ja. Also diese ganzen Geschichten, die da ablaufen, auch bezogen auf meine Mutter. Jetzt kommen wir zum Anfang zurück. Ich suche eben die Ultra-Autorität. Ob das nun Dr. No ist, ob das Goldfinger ist, ob das Tucatta ist, ob das Alex Delarge ist, Barbarella ist, Bibi Langstrumpf, meine Mutter, Hitler, Stalin und so weiter. Ja, also ich suche die einfach. Weil also das sind Mutter die Gesichter und Stalin, der Kunst. Das mag ich nicht so, ja, besonders gern. Ja, damit musst du leben. Ja, und ich suche ja sozusagen das Ultra-Gesicht. Alle Gesichter übereinander gelegt ergeben wahrscheinlich Hitler. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es mal, weil das ist das grafischste Gesicht, was jemals auf diesem Planeten erzeugt wurde. Das ist das Quadrat, das ist das Dreieck, das ist der Kreis und die unendliche Macht. Ja? Also das ist die Weltformel. Ja? Ich habe das präzisere Gesicht noch nicht entdecken dürfen. Ja? Und ich bin ja völlig unmoralisch, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Auch heute bin ich unmoralisch. Ich bin ein reiner Pragmatist. Ja? Ich merke, dass wir gerade bombardiert werden von Fangfragen. Und man sollte sich hüten, diese Fangfragen zu beantworten. Weil die dich nur wieder in ein ideologisches Feld katapultieren, was du nicht überleben kannst. Ne? Wir können Ideologie nun mal nicht überleben. Und wenn, dann auf Kosten anderer. Und das muss man alles ganz genau überprüfen, ob man das überhaupt will. Ja? Und deshalb lieber Psycho gucken. Ja? Und nochmal das Skelett im Schaukelstuhl. Da kriegst du viel mehr Informationen. Oder zum 100.000. Mal Zardos gucken. Kann ich nur empfehlen. Da weißt du nämlich, wie die Zukunft aussieht und was für Degenerationen und was für degenerierte Wesen aussterben werden. Die ja selbst erkannt haben, dass sie sich eigentlich nur selbst vernichten. Und das sind doch die Erkenntnisse der Kunst. Ja? Wir sind gerade in der Phase der Selbstvernichtung. Aber bitte. Wenn es so ist,
dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann kommt eben das Nächste. Ich bin eben nicht Menschen-Ich versaut. Der Mensch ist auch nur Gast auf diesem Planeten. Dann kommt da was Neues. Predator oder irgendwas. Ich finde das alles sowas von wahnsinnig, ne? Dass man irgendwie denkt, der Mensch sei die Krone von irgendwas. Nein, wir sind Gäste. Die Dinosaurier waren geiler, die waren viel länger da. Ja, und die, das, was nach uns kommt, ist wahrscheinlich noch geiler als wir. Und warum soll das nicht kommen? Deshalb bin ich wahnsinnig traurig, wenn du stirbst. Ja, aber ich werde dich irgendwie verarbeiten. Also ich werde dich irgendwie mumifizieren. Ich werde schon eine Lösung finden. Also musst mir auch die Zeit lassen, das noch zu entwickeln. Also ich brauche noch 10 Jahre. Ich habe schon den Eindruck, dass Brigitte 100 plus wird. Also da muss man sich momentan, wenn sie nicht gar unsterblich ist, man weiß es nicht, ist ja philosophisch, ich bin ein bisschen Hobbyphilosoph, ist ja philosophisch gar nicht erwiesen, dass jeder Mensch sterben muss. Das ist noch nicht, was machen wir denn, wenn einer unsterblich ist? Dann ist das eben nicht bewiesen. Vielleicht ist es Brigitte. Man weiß es nicht. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Du kriegst ein Schlusswort. Ich muss was Kontroverses sagen. Oh ja, mach mal. Ja, aber kurz. Ja, für mich bist du der Übermensch, den Adolf Hitler wollte. Ach, ist das eine schöne Aussage. Die ist nämlich wieder künstlerisch sehr prägnant und präzise. Und sowas liebe ich, ja. Das Ganze zu konterkarieren, indem man das aushebelt und wegzischt. Ne? Eine diszipliniertere Person als dich hätte sich Hitler überhaupt niemals denken können. Ja, aber du hast nichts mit dem Typen zu tun. Das ist doch interessant. Ja? Und dann fragt man sich ja, was wollen denn die Typen heute noch? Oder welche Grafik haben diese Typen denn anzubieten? Oder was war denn der Nullpunkt? Und warum hat man den nicht genutzt? Und brauchen wir den neuen Nullpunkt oder den Neustart nicht totalst? Brauchen wir nicht ein 1945 wieder? Weil wir es damals nicht genutzt haben. Wir hätten ja damals alle Ideologien, alle Religionen, alle Parteien und alles verbieten können. Ich muss zu diesen Punkten kommen. Wir hätten den Kein-Parteien-Staat Deutschland ausrufen können. Wir hätten das Gesamtkunstwerk Deutschland ausrufen können. Wir hätten das Gesamtkunstwerk Europa ausrufen können. Wir haben immer noch Zeit dazu. Warum wird das nicht gemacht? Warum wollen die Leute immer nur das Alte? Warum wollen die Leute immer nur den alten Scheiß? Wieder links, rechts, wieder protestantisch-Katholizismus. Ich muss immer in diese Platte rein. Ich höre die ganze Zeit Hörspiele. Ich höre wieder die Schatzinsel, Graf von Monte Cristo, der Teufel mit den 3 goldenen Haaren, habe ich jetzt, glaube ich, 100 Mal gehört. Ne? Und da ist doch alles drin. Da sind doch die ganzen Regeln, die ganzen Rezepte drin. Das Rezept ist doch nicht Kommunismus, Faschismus oder wieder irgendwie pseudodiktatorisch unterwegs zu sein. Ist doch abgehakt. Größte Diktator, den gab es, den hatten wir entwickelt. Der ist hier aus diesem Land erstanden. Das reicht doch. Also ich verstehe mal nicht, was die Leute da noch wollen. Es ist doch abgehakt. Ne? Also wenn Sachen abgehakt sind, kommt das Neue. Aber das kann doch nicht das Alte sein, was irgendwie nur ein Abklatsch von irgendwas ganz Langweiligem ist. Ne? Und deshalb sind ja solche Figuren wie Marquis de Sade, Hegel so interessant. Weil das sind solche Figuren, die niemals sozusagen ersetzt werden können. Niemals. Die werden für immer da sein. Und an denen sich abzuarbeiten, ist super. Und das habe ich von Mami auch gelernt. Ne? Diese Figuren hat sie mir ja auch nicht ans Herz gelegt. Das war jetzt wieder ein sehr, sehr langes, kurzes Schlusswort. Ich bin das schon gewohnt. Das war es jetzt aber. Moment mal. Das letzte Schlusswort hat Brigitte, würde ich sagen. Das wäre dann einfach, akzeptiere diese Autorität deiner Mutter. Ich habe jetzt bei den Fangfragen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, ich fand das toll mit dieser Geschichte mit dem Kreiswehrersatzamt. Also man kriegt Fangfragen gestellt und die Antwort, und die tauchen natürlich alle gerade auf, diese Fangfragen. Ja, die Antwort ist Bäume umarmen. So, das, du sagst damals, das war total irre oder sowas oder verrückt. Du bist ja gar nicht so verrückt. Also Bäume umarmen, wenn einem so Fangfragen gestellt werden, ist ja nicht das Schlechteste. Aber das Schlusswort hat Brigitte. Meinetwegen. Ja. Da musst du mir aber auch eine Frage stellen. Ja, die Frage ist, jetzt hat Jonathan ja sehr präzise beschrieben, was du jetzt gerade für ihn bist. Was ist denn Jonathan jetzt gerade für dich, auch als Figur, vielleicht sogar als Kunstfigur? Beschreib ihn doch mal jetzt in 2022. Was ist Jonathan aktuell für dich? Ja, Jonathan als Person hat die große Schwierigkeit, dass er in seinem Privatleben unendlich liebenswürdig ist und in seiner Kunst unendlich hart sein kann. Und
diese beiden Emotionen, diese beiden Dinge, die passen auch nicht miteinander und die machen es auch für die anderen oft schwer, damit auszukommen. Aber ich meine, ich wünsche ihm eben sehr, dass er langsam, aber stetig weiterkommt. Wir sind dabei, auch uns weiterzuentwickeln in der Firma. Und ich glaube, dass langsam, dadurch, dass du auch so provozierst, hast du keinen schnellen Supererfolg mehr. Genau. Aber dass du langsam, aber sicher in die Höhe kommst und zufrieden bist. Fertig. Ja. 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 Gut, vielen Dank. Bist du zufrieden? Ja.